Neulich hat einer in meinem Twitch-Stream kommentiert, das sei ja alles boring, cowardly Gameplay. Entweder schaut er halt nur Call of Duty oder ich hatte ihn kurz zuvor gekillt. Das Ding ist, für manche scheint meine Spielweise langweilig und feige zu sein. Ich halte sie für, naja, bedacht. Ich renne halt wirklich selten irgendwo rein und ballere wild um mich, aber das klappt halt als Solist auch nicht so gut. Stattdessen wähle ich sehr genau, wann ich schieße, wann ich Gegnertrupps auch mal vorbeiziehen lasse und wann ich vielleicht doch mal reinrenne und wild um mich ballere. Und ich hoffe, für euch ist das nicht boring und cowardly, denn diese Solo-gegen-Trios-Runde hier wird auch wieder recht bedacht. Schüsse aus Lower Desal gleich zum Start und damit geht's auch direkt los. Na, Lower Desal ist ja schon raus. Das heißt, dann werden die jetzt auch nach Testimonial Church laufen. Und vielleicht sehe ich sie dabei kreuzen. Vielleicht sehen sie mich dabei kreuzen. Ja, jetzt nehme ich extra die Soul Trap nicht. Sonst verrät die mich noch. Scheinen aber noch böse zu sein. Ne, da kommen sie. Oh, da ist schon close. Ja. Für mich war es ein Headshot. Oh, das hier gerade noch mit. Was jetzt? Leute. Vielleicht schon wieder auf dem Weg raus. Nur auf zu hüpfen. Oh. Ah, shit. Das kommt gut. Dann liegt sie da auch noch so schön. Eieiei. Passiert auch nicht oft, dass man reingucken kann, wenn einer in der Falle reinrennt. Das ist aber nett geworden. Soll ich denn doch mal runtergehen? Der Hinweis macht gerade keine Geräusche. Da das Ding. Und scheint sich niemand angesprochen zu fühlen.
Nehmen wir jetzt hier noch gerade die Punkte mit für die zweite Marke. Aber hier ist halt auch noch jemand im in Fork River irgendwo. Vorne ist noch ein Wagen. Ich dachte, ich hätte gerade wen gehört, der offen nachlädt. Ja, sind nicht so weit weg. Mit Abstand laufen. Wo muss ich hin? Naja, verpasse ich jetzt natürlich den Wagen. Aber da jetzt so ins Gebüsch rein, das muss auch nicht sein. Pearl ist auch schon Schießerei. Off, what? Jetzt will ich auch eigentlich wieder nicht zu schnell in Pearl Plantation ankommen. Ha, schwierig. Da wird geschossen, da will ich mitmachen. Aber ich will eben auch nicht so laufen, dass ich die plötzlich im Nacken habe. Aber wenn ich natürlich hier nach Dingens, nach Ash Creek vor denen reinkomme. Oh, das schießt aus Ash Creek raus. Also in Ash Creek oben hat gerade einer geschossen. Ah, jetzt kommen sie halt. Fuck. Ja, das ist nicht gut. Dann lauf da mal durch. Der Nächste muss auch da durchlaufen. Aber ich dann nicht zu langsam oder zu schnell. Weiß ich gerade nicht, wo hier der Erste hin ist. Zwei hocken ja da noch. Wobei. Shit, ey. Nee, das war ein Zombie, den ich hier gehört habe. Die laufen da ganz außen rum. Um den Ausgang abzudecken. Okay. Oh, hab ich mich erschreckt da oben, die Zombies. Okay, dann sind die anderen auf der anderen Seite vorbei. Die half. Möchte ich jetzt nicht aufschrecken. Gut, ich schreck hier noch lauter viel Zeug auf. Ups. Fuck. Meine Hoffnung war ja von da oben irgendwie da rüber zu schießen. Aber gut. Geht in einer Tour das Feuerwerk hoch. Ja, als Sniper wäre es da oben schön, aber ich bin ja kein Sniper. Ja, vielleicht komme ich da noch an.
Sparks ist, glaube ich, außen irgendwo. Aber dieses andere Team, das sitzt vermutlich in Richtung Ausgang. Das da an mir vorbeigestiefelt ist. Ich glaube, die Winnie hat gerade wen gekillt. Die Sparks wohl auch. Spectre auch. Mittlerweile killt hier jeder was. Wäre dann da auch gerne mit dabei. Da oben am Fenster war er. Ja. Oh, hinter der Säule, genau. Fuck. Fuck. Warum? Ja, nochmal kann ich das nicht machen. Ist jetzt schlecht. Aber die Lampe hängt gut. Hat das ihn angezündet? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier brennt es auch, hier ist auch wieder nichts. Sparks scheint eine ziemliche Marktmacht zu sein. Okay. Fanning gibt es auch noch. Fuck. So, jetzt muss ich mal auf die andere Seite des Compounds kommen. Irk. Ich glaube, ich fahre jetzt wirklich mal den ganzen Weg außen rum Richtung Ausgang. Es ist leiser geworden. Oh ne. So leise auch noch nicht. Shot Bolt. Die Winnie lebt auch immer noch. Oder wieder. Oder irgendwer hat auch eine Winnie. Thank you.
Ich laufe jetzt eh gleich in irgendwen rein. Ist leider alles sehr unübersichtlich. Eine Patrone, ey, das ist halt wirklich die Seuche immer. Oh. Das ist, glaube ich, der, den ich vorhin mal angezündet hatte. Wenn das nicht funktioniert, nur mega nervig. Okay, die sitzen halt immer noch vorm Ausgang. Ich schätze, früher oder später muss ich rein, aber da ist auch ein Aspekt da drin. Da auf dem Balkon sein. Da kommt jetzt einer nachgerückt. Was mit dem, der hier Krater ganz außenrum rotiert ist? Schießt mich wahrscheinlich gleich von da. Ah, der Shotboat ist auch noch da. Tja, nun. Womöglich muss ich da rangehen. Das Holz hier ist so blöd. Also ich bin ja auch mega laut zu hören. Da oben im ersten Stock. Ich könnte unten wahrscheinlich reinschleichen. Ja, einschleichen wird nicht funktionieren. So laut ist. Kann mal gucken, wo hier alles ist. Da sind immer noch alle da drin. Also er ist im ersten Stock, schießt oben mit der Winnie aus dem Fenster raus. Leiche jetzt ist Whisky. Oh.
Jetzt hat er mich wohl gesehen. Schmeißen sie da überall Gift hin. Aber die wollen noch ein bisschen dranbleiben. Und es sind zwei. Na, ja, die Spectre ist da auch noch drin. Tja. Short Bolt immer. Ich meine, die eine ist jetzt leer. Also der Boost ist leer. Ja, und der Short Bolt schießt schon von außen rein, möchte ich meinen. Nicht gesehen, habe ich. Gehe ich wirklich einmal die 3 Meter rückwärts? Hab ich nicht gedacht, dass das da funktioniert. Die passen jetzt auf jeden Fall oben auf. Nicht darauf warten, dass die anderen auch reinkommen. Wo kommt das von? Ja, da oben sneaken sie rum. Jetzt ist er alle. Hier kommt jetzt einer rein. Der hockt jetzt hier außen. Bewegt sich wieder keiner. Wenigstens mal die Hände abschmammeln. Bussi! Ah, der kann natürlich auch da oben auf der Veranda sein. Dass sich aber so gar keiner bewegt. Ist auch ungewöhnlich. Huh?
Are you solo? Denkbar. Ja, der ist aus dem Weg raus. Lauf durch die Falle. Mich ja sehen. Hier kann er nicht reinschießen. Auf ihn in die Falle. Ist auf jeden Fall gedamaged worden. Na komm! Es liegt da unter mir rum. Das schmeißen. Nimm mit die Dinger. I have you now. Ach nee. Ist nochmal wer anders gewesen jetzt. Ach, er hat ihn wieder aufgestellt. So nämlich.
Ja, links Peak. Oh, pling, ist weg. Links Peak klappt auch nicht immer. Eieiei. Ey, so lange Schleicherei. Und plötzlich eskaliert alles. Da haben sie sich aber ordentlich. Ach, guck mal hier. Ordentlich hier reingesneakt. Und plötzlich große Schießerei. Wowzer. Wisst ihr, was ich da draußen gesehen habe? Eine Hailstorm. Die ist jetzt zwar angeknackst. Aber macht ja nichts. Die ist ja so teuer. Die nehme ich. Oh, $500 auch noch! Eieiei! Jetzt. Uff, und hier liegt auch noch wer. Jetzt gönnt Hand aber. Ach, der Typ, den ich da jetzt am Ende erschossen habe. Das war ja, glaube ich, wirklich der von ganz vom Anfang. So. Auch mit. Mit Dingens sogar. Spitzer. Mag ich ja gar nicht. Aber gut. Ich dachte ja hier im Mittelteil, ich erwische jetzt den Tier 3. Ich hatte das nicht mitbekommen, dass er seinen Kumpel wieder aufgestellt hat. Der war darüber wahrscheinlich auch nur so halb happy, denn irgendwie hat der dann die Bienen abgekriegt. Das habe ich ja nicht verstanden. Dass hier keiner in mein Fass reingelaufen ist. Ach, er hat die ganze Zeit. Komm, wo bist du? Er hat die ganze Zeit die Giftwolken überall verteilt. So, ist hier noch wer gestorben, von dem ich wissen sollte? Wuff! Jetzt laufe ich gleich nochmal in so eine Falle rein. Und dann auch schön. Ja, der war's. Ja, dann hat er wohl nicht. Der wohl nicht gebrannt. Hä? Haben wir sonst nichts gekriegt? Kein Geld oder sowas? Naja. $675. Kann man sich nicht beschweren. Und eine Hailstorm vor allem. Die kostet immerhin ein paar hundert Dollar. Und ich spiele sie gerne. Vielleicht sogar im nächsten Video schon. Absolut kostenlos ist indes ein Abo hier. Also nehmt euch doch eins mit. Dann verpasst ihr das nächste Match auch nicht. Oder schaut doch mal auf Twitch vorbei. Da gibt es das Ganze fast täglich live. Danke für euren Support. Ihr seid die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.